Danke, Herr Präsident, Herr Minister, hohes Haus, werte Zuseher. Ja, zuerst vielleicht zu Frau Kollegin Randy Wagner. Nachdem Sie uns ja gefragt haben, ob wir Freiheitliche das unterstützen, Sie wissen das, in den Ausschüssen haben wir das immer unterstützt, klarerweise. Wir werden auch diesen Antrag unterstützen. Ob wir Ihren Antrag dieser Verfassungsklage unterstützen, werden wir intern noch besprechen. Möchte aber schon auch jetzt einmal ganz klar die Gelegenheit nützen, Frau Kollegin, nachdem Sie auch keine Gelegenheit auslassen, uns auszugrenzen als Freiheitliche und jede Zusammenarbeit mit uns ausschließen, frage ich mich schon, wollen Sie jetzt irgendwie für die Menschen was weiterbringen oder geht es immer nur ohne uns Freiheitliche? Also das kann ja nicht sein, dass Sie sagen, Sie brauchen uns bei diesen Dingen, aber mit uns keine Zusammenarbeit wollen. Sie haben immer gesagt, mit der FPÖ niemals. Also vielleicht kommt heute mal eine Klarstellung. Wir werden grundsätzlich die Dinge unterstützen, Frau Kollegin, die Dinge unterstützen, die den Österreicherinnen und Österreichern helfen. Aber ich finde die Ausgrenzungspolitik der Sozialdemokratie in diesem Fall falsch. Aber es gibt ja manche Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das heißt, die Aliquotierung, glaube ich, wurde jetzt allumfassend sehr intensiv von allen Fraktionen erklärt. Sie wird aufgehoben. Dass das Ganze natürlich jetzt ein bisschen ein Pfusch ist, sage ich einmal, vereinfacht, ist, glaube ich, auch jedem klar geworden. Pech haben alle, die 2022 in Pension gegangen sind. Die fallen durch den Rost, das ist auch klar. Und dass diese Regelung auf Dauer auch keine Lösung ist, ist, glaube ich, offensichtlich jetzt geworden. Ich möchte aber schon die Gelegenheit nützen, vielleicht auch beim Pensionsthema noch einige andere Dinge anzusprechen, die wichtig sind. Und da wäre auch einmal schön, wenn es eine klare Botschaft gibt, vor allem auch nachdem die Sozialdemokratie diesen Antrag heute eingebracht hat. Abschaffung der Luxuspensionen, ein altes Thema von uns, wo ich bis heute auf Unterstützung der anderen Fraktionen warte. Wir haben immer noch in etwa 40.000 bis 50.000 Luxuspensionisten in Österreich, mit Pensionen von 10.000 Euro im Monat und mehr. Gesamtkosten für den Staat schätzungsweise 1 Milliarde Euro pro Jahr. Hier wäre dringend Handlungsbedarf, aber ich sehe schon in den Reihen der anderen vier Parteien Schweigen und Köpfe in den Sand stecken. Da wird offensichtlich nicht viel passieren, aber es ist klar, dass natürlich auch gerade bei der Sozialdemokratie einige betroffen sind. Dann das Thema Hattler-Pension, da schaue ich jetzt Richtung ÖVP. Auch ein Thema, wo wir unzählige Anträge eingebracht haben. Ich kann es noch einmal sagen, es ist, glaube ich, auch heute klar geworden, was wir brauchen, sind Menschen, die ins Sozialsystem einzahlen, das Sozialsystem erhalten, Steuern zahlen und das möglichst lange. Und diese Menschen, die 45 Jahre im Sozialsystem eingezahlt haben, Steuern gezahlt haben, dann zu bestrafen mit Abschlägen in der Pension, was passiert ist, das ist meiner Meinung nach untragbar. Man müsste diese Menschen, sage ich einmal, Männer, aber immer öfter auch dann Frauen zukünftig, eigentlich zu den Helden oder Heldinnen der Arbeit erklären. Die brauchen wir zukünftig. Sie bestrafen sie aktuell in dem System. Auch hier gibt es Anträge von uns Freiheitlichen, das zu verbessern oder aufzuheben. Auch hier suche ich einfach um Zustimmung. Dann ein Thema, auch noch einmal, da habe ich gehört, in der Regierung passiert was, Herr Minister, vielleicht kommt irgendwann einmal was, die berühmte Aktion 60 plus unseres Kollegen Erwin Angerer, wo man den Menschen in der Pension freiwillig die Möglichkeit gibt, steuerfrei und sozialabgabenfrei oder sehr reduziert in der Pension zu arbeiten und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Auch hier, Herr Minister, weiß nicht, ob was kommt aktuell. In Sonntagsreden, vor allem der ÖVP, kommt es immer wieder, diese Fachkräfte nicht quasi am Arbeitsmarkt versanden zu lassen. Auch das wäre eine wichtige Botschaft. Und dann ein Thema, das ist heute ganz kurz von der Frau Kollegin Holzleitner gekommen. Natürlich die Kindererziehungszeiten besser anzurechnen im Pensionssystem. Auch hier gibt es von uns Maßnahmen, nämlich diesen Wert vor allem, der ungefähr bei 2.000 Euro derzeit liegt im Monat, zu erhöhen oder zumindest 14 Mal im Jahr anzurechnen und nicht 12 Mal im Jahr wie derzeit. Auch hier kann ich nur bitten, die Grünen lasse ich einmal aus, weil die haben momentan, glaube ich, wenig zum Mitbestimmen, vor allem die ÖVP, da hier ernst zu machen und die Frauen
hier nicht im Stich zu lassen, die zu Hause bleiben und die Kinder erziehen und diese Zeiten für ihr Pensionskonto besser anzurechnen. Auch ein Thema, das vielleicht technisch ist, aber ich sage es noch einmal, aufgrund der sehr hohen Inflation haben aktuell jene, die in Pension gehen, ein Problem, dass das Pensionskonto nicht in diesem Rahmen der Inflation aufgewertet wird, weil das teilweise 2 bis 3 Jahre hinterherhinkt. Und auch hier, Herr Minister, würde ich ersuchen, aufgrund der aktuell hohen Inflation, diese Werte einfach schneller anzupassen, damit die Anpassung des Pensionskonto wirklich der Inflationsrate halbwegs entspricht, weil das heißt Verluste von bis zu 10% derzeit für jene, die 22 in Pension gegangen sind oder auch 23 jetzt gehen. Ja, und dann, um es auch noch einmal abzuschließen und der lieben Sozialdemokratie noch was mitzugeben, letzte Woche wurde im Tiroler Landtag ein Antrag eingebracht, wo die Regierung aufgefordert wurde, die Kürzung oder die angekündigte Kürzung von Sozialleistungen für Teilzeitkräfte zu bekämpfen. Interessanterweise, und da können Sie einmal nachfragen, in Tirol bei der Sozialdemokratie, hat die Sozialdemokratie gemeinsam mit der ÖVP diesen Antrag abgelehnt. Ist mir jetzt nicht ganz erklärlich, aber vielleicht ist es momentan beim doch, ja, sage ich einmal, kleineren Chaos der Sozialdemokratie irgendwie untergegangen. Vielleicht kann man das einmal klären. Ich war immer der Meinung, die Sozialdemokratie ist auch gegen eine Kürzung der Sozialleistungen für Teilzeitkräfte und Alleinerzieherinnen. Hier bitte ich um Aufklärung. Danke.